Euer MTKing meldet sich wieder zurück zu einem weiteren Part von Let's Test Pokémon Goldene Edition 2, erstellt von MT. Wir befinden uns jetzt östlich von Mahagonia City und werden uns mal auf den Weg zum Eispfad begeben. Aber heute gehe ich mal oben lang, sonst gehe ich immer unten lang. Mal gucken, wo wir da rauskommen. Ich tue alles, um seltene Pokémon in die Finger zu bekommen. Oh, ich hoffe doch, du tust keine illegalen Dinge. Ein Rihorn, sehr schön. Und schon haben wir Level 24, schön. Und hast du wieder eine tolle Puppe? Ja, habe ich mir doch gedacht. So, hier unten ist irgendwo ein verstecktes Item, das holen wir uns noch. Doppelleber, sehr schön, das können wir verkaufen. Und unser erstes Pokémon auf dieser Route, ein Schlurp Level 24. Meiner Meinung nach aber zu schlecht, das brauchen wir nicht. Kann man eigentlich hier abkürzen? Ja, kann man. Den müssen wir aber machen. Hast du schon von dem legendären Vogel-Pokémon gehört? Ja, welches denn? Zapdos, Lavados, Arctos, Lugia, Ho-Oh. Taubuka ist es jedenfalls nicht. Ja. Ich weiß gerade gar nichts, was ich sagen soll. Also halte ich die Klappe. Vogelfänger Arno. Puh, du bist nicht von schlechten Eltern. Ja, du kennst meine Eltern doch gar nicht. Ich würde sagen, wir nehmen wieder Schutz. Damit das alles einfach schneller geht. Ja, diese komischen Schlitterrätsel, die sind nicht ganz einfach, wie ich finde. Da muss man erstmal probieren. Leute, wie ging denn das? Könnt ihr mir das mal sagen? Wie ging das nur? Oh, langweilig. Leute, wie ging das? Typische Vorführeffekt ist das wieder. Ich kann sowas nicht. Hab gleich die Nase ein bisschen gestrichen voll. Das hat doch nichts mehr mit Pokémon zu tun, solche Puzzlespiele. War wieder falsch. Ist denn das zu fassen? Endlich. Wurde ja auch echt Zeit. So, was haben wir denn hier? Hier müsste irgendwo die VM-Stärke rumliegen. Ich glaube da, kann das sein? Weiß ich wieder nicht, wie ich da hinkomme. So. So, das ist außerdem gar nicht Stärke, sondern kaskadisch. Erzähl schon wieder nur Rotz. So, mal gucken, wie es weitergeht. Jetzt kommen wir ja runter. Jetzt kommt das mit den vielen Felsen. Das ist eigentlich auch nicht besonders schwer. Das kriegen wir hin.
Der Fels ist hinuntergefallen. Und auch der nächste Fels ist unten. Zack. Zack und zack. Sehr gut. Jetzt fallen wir mal selber noch runter. Holen uns die 4 Items hier. Schutz brauchen wir jetzt keinen. Und da können wir noch ein paar Pokémon ein bisschen schneller machen. Ich würde sagen, Sunny. So, und jetzt müssen wir bloß noch sehen, wie das jetzt hier ging. Man musste irgendwie in die Mitte kommen. Ich glaube so. Ne, so war es auch nicht richtig. Oh Leute, ich weiß es doch nicht. Wie ging das jetzt? So etwa? Jo, so war's. Ein Hyperheiler und ab jetzt können wir auch wieder Schutz einsetzen. Haben wir keinen mehr? Doch, hier ist er doch. Ich wollte gerade sagen. So, und was haben wir hier noch? Zertrümmerer haben wir zum Glück. Ewiges Eis ist cool, können wir verkaufen. Sehr schön. Und die letzten beiden Items befinden sich, glaube ich, hier. Und ein letztes Mal Schutz. Und dann sind wir auch schon fast in Ebenholz City. Cool, cool, Leute. Echt. So. Zack. Jetzt haben wir hier noch ein kleines Mini-Rätsel zu lösen. Das nicht besonders schwer ist. Zack, 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 zack. Da unten wäre noch ein Item gewesen. Ist mir aber jetzt auch zu blöd. Ganz einfach. Wir holen uns das da oben noch hier. AB Plus. Das können wir nochmal einsetzen. Jetzt diesmal... diesmal wirklich für Psychokinese. So. Und unser erstes Pokémon im Eispfad. Golbat Level 22. Finde ich nicht nötig. So, wir sind in Ebenholz City, liebe Leute. Was haben wir gesagt? Ich habe dem Endivier... dem Endivier habe ich Zerschneider beigebracht. Wer kann noch Zerschneider? Der VM-Sklave. Dem können wir jetzt Zerschneider verlernen. So. Und jetzt müssen wir gucken, wer alles Whirlpool kann, weil das ist die einzige VM, die wir noch nicht vergeben haben. Dragoran könnte Whirlpool. Da muss also jetzt dieses Sneeble noch irgendwas lernen, was Dragoran kann. Und ich würde sagen... ich weiß gar nicht, kann der Kaskade? Kann Sneeble Kaskade? Nee, kann es nicht. Also wir müssen Zertrümmerer machen. Ich weiß aber jetzt gar nicht mehr, wo es Zertrümmerer gab. Wir haben es, glaube ich, nicht. Nee. Wir müssen da mal wirklich gucken, wo es das gab. Kopfnuss haben wir ja jetzt. Zertrümmerer muss es auch irgendwo geben. So, was sagt die Zeit? Ich habe jetzt gar nicht auf die Zeit geguckt. Ich glaube, ich habe 4 nach oben angefangen mit dem Part. Naja, dann machen wir einfach die nächste Arena jetzt. Mal gucken, wie weit wir kommen.
Ist das dein erster Kampf gegen Drachen? Ich zeig dir, wie stark sie sind. Na, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Sehr schön. Jetzt wäre es natürlich gut, eine Eisattacke zu können, ja. Ich weiß nicht, ob ich ihm noch Eissturm beibringe. Brauchen wir wirklich Genesung? Ich denke, wir brauchen nicht Genesung, weil wir eigentlich genug... wir haben eigentlich genug Eis... na, Heiler und so. Brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Na gut, hier haben wir ein kleines Stärkerätsel. Alle Felsen so gut wie es geht da hinein. Und hier ist der nächste. Sandra unterzieht uns einem ausgewogenen Training. Ich kann es mir nicht erlauben zu verlieren. Haben wir schon mal einen Seemon. Da können wir auch bloß Psychokinese drauf machen. Ah, das ist verabscheuungswürdig. Ja, das sehe ich übrigens genauso. So, wie war das jetzt? Das war so, genau. Zack. Wieder fehlt der Felsen hindurch. Und das ist der letzte. Wir setzen nicht alle ausschließlich Drachen-Pokémon ein. Meine Taktik ist es, Pokémon einzusetzen, die stärker sind als Drachen-Pokémon. Und was? Seber ist garantiert nicht stärker als Drachen-Pokémon. Nie und nimmer. Ja, und Seemann auch nicht wirklich. So, schon erreicht man Level 62, unser Farbwickel auch. Astrainer Arm, du bist etwas Besonderes. So, ja, dann machen wir das jetzt hier noch. Zack. Den haben wir jetzt gekonnt übersprungen. Die machen wir noch und dann beenden wir den Part. Drachen sind heilige Pokémon, sie sind voller Lebensenergie. Wenn du es nicht ernst meinst, dann wirst du sie nie besiegen können. Und natürlich meine ich es ernst. Ich habe noch nie etwas ernster gemeint. Dragonier sieht so hässlich aus in dieser Edition. Nimmt's mir mal nicht übel. Ist einfach hässlich. Großartig. So, und jetzt können wir aber das mal machen. Ich bin Sandra, ich bin der weltweit beste Drachenmeister. Ich kann selbst den Top 4 der Pokémon-Liga widerstehen. Willst du noch immer gegen mich antreten? Gut, dann los. Ich als Trainer werde all mein Können gegen jeden Gegner einsetzen. Leider Sandra möchte kämpfen. Was haben wir denn Cooles? Ein Dragonier Level 37. Na, das ist cool. Das Donnerwelle interessiert mich eigentlich relativ wenig. Noch ein Dragonier. Oh, das kann ein bisschen wehtun. Aber wir haben einfach zu hohes Level im Moment. Und wir haben noch ein Dragonier, da machen wir mal Genesung. So, machen wir noch ein paar Mal Steinhagel. Ganz ohne Probleme. Ist sogar besser als Psychokinese, hätte ich gar nicht erwartet. Und Cetra King. Auch hier machen wir Steinhagel. Oh, Surfer. Ist eigentlich kein Problem für uns.
Ich habe verloren. Ich kann es nicht glauben. Das muss ein Irrtum sein. Ich kann das nicht akzeptieren. Ich mag zwar verloren haben, aber du bist noch nicht für die Pokémon-Liga bereit. Ich hab's. Du sollst die Herausforderung der Drachentrainer annehmen. Hinter dieser Arena befindet sich ein Ort namens Drachenhöhle. Geh hin und bring mir den Drachenzahn aus der tiefen Höhle. Durch diesen Test erweist du dich als wahrer Drachentrainer. Bestehst du ihn, werde ich auch deinen Sieg akzeptieren. Erst dann sollst du den Orden erhalten. Ja gut, da wollen wir das machen. Das machen wir aber alles im nächsten Part. Bis dahin verabschiede ich mich und freue mich, wenn ihr beim nächsten Part wieder mit dabei seid. Tschüss!